die Steuerung von diesem scheiß Fahrzeug. Ist einfach nicht zu fassen. Dieses Kackding will mich hier nicht durchlassen. Jetzt aber. Es ist nicht der Ernst. Meine Fresse, ey. Und da sind wir wieder. Und immer noch unterwegs mit Poison Ivy, um die Panzer aufzuhalten. Die Gotham angreifen. Ja, liebe Freunde, ich habe dann auch diesmal die Musik ab... Oh, fuck! Oh, alter Schwede. Ich muss ausweichen, ausweichen. Alter Schwede, hier geht's voll ab, Mann. Ich glaube, ich sollte die mal aufladen, damit ich ein paar mehr beseitigen kann auf einmal. Naja, wenn ich so weitermache, dann habe ich sie eh alle gleich einzeln abgeknallt. Sag mal, mein Freund da hinten. Jetzt? Ich brenne! Ich brenne! Ich sehe nicht von wo! Ich kann nicht machen! Ich bin tot! Man wird sich an Sie erinnern, Master Bruce, versprochen. Ihr Opfer wird nicht vergebens sein. Ja. Die Geschichte, wie Batman starb. So, ich erzähle die völlig neu, völlig Scheiße. Ich hab das GCPD gewarnt, ihre Männer von den Straßen abzuziehen. Ich bin auf dem Weg. Ich weiß nicht, was gerade los war. Aber... ich habe mich wohl etwas behindert angestellt. Sollen mir nicht nochmal passieren. Alle Einheiten ziehen sich sofort von den Straßen ins GCPD zurück. Wir Boah. Sind soweit fast nicht vorbereitet. Zum Glück ist da draußen jemand, der es ist. Ich verbiss mich hier zwischen die Säulen. Jetzt fährt er da die scheiß Kacke runter. Daneben. Master Bruce, voll nicht der Ernst, Mann. Ich hatte gehofft, es würde nie so enden. Ruhen Sie in Frieden. Der mit seinen Sprüchen, jetzt bin ich, weil ich so aufgeregt war, einfach aus dem scheiß Auto ausgestiegen. Ups. Ich bin auf dem Weg. Gut, dann machen wir es jetzt mal besser. An alle Einheiten, hier spricht Commissioner Gordon. In der Stadt befinden sich zahlreiche feindliche Panzer. Gotham wird angegriffen. Ja, es sind nicht nur ein paar. Alle Einheiten ziehen sich sofort von den Straßen ins GCPD zurück. Wir sind auf so etwas nicht vorbereitet. Zum Glück ist da draußen jemand, der es ist. Na los, explodiert ihr vielleicht, ihr scheiß Dinger hier, ihr kleinen Kackvögel. Mit eurem Mini-Fuck-Teil. Stufe 2. Mist, bei Treffern geht das bei mir wieder zurück. Jawohl. Jetzt habe ich es ja endlich mal geschafft. Jim, sag deinen Männern, dass sie wieder patrouillieren können. Die Panzer sind kein Problem mehr. Gott sei Dank. Hoffentlich waren das die letzten. Glaube ich kaum. Lass die Isolationszelle im GCPD vorbereiten. Ich bring Ivy hin.
Ein Mann Armee, bekämpfe die Drohnenpanzer der Miliz unter den grellen Lichtern der Panessa Studios. Zerstöre schnelle Ziele, ohne selbst Schaden zu erleiden, um die höchste Punktzahl zu erreichen. Ach so, das sind jetzt Herausforderungen. Gut, liebe Leute. Das war jetzt ein kleiner Epic Fail. Zwei miteinander, so könnt ihr sehen. Sieht's aus, wenn man, ja. Spät abends wieder mit dem Scheiß anfängt, nach der Arbeit. Ich bin aber gleich wieder drin. Die ganzen Straßen für uns allein. Ist das nicht geil? Hier kommen wir nie durch. Leon! Hab ich das hinter Passanten? Okay, es ist Batman. Hier rennen Leute, tatsächlich. Okay. Hätte ja auch klappen können, nicht wahr? Die werden durch Elektroschläge wieder zurück auf den Bordstein befördert. So, jetzt gebe ich mir mal ein bisschen Mühe, was das Fahren angeht. Gut, dass du da bist, Batman. Bring sie nach unten in den Zeltbereich. Bin unterwegs. Das GCPD hat auch ein bisschen aufgestockt, wa? Was zur Hölle? Das ist Batman! Was ist das für ein Leben? Das ist doch ein Witz. Das ist das Batmobil, Mann. Wir werden angegriffen. Wenn du weiter so laberst, wirst du es auch. Fortschritte bei der Analyse des Angsttoxins? Wird etwas länger dauern. Komm zum Uhrenturm, wenn du soweit bist, und ich zeige dir, was ich bisher habe. Wo hast du denn fahren gelernt? Ist ja gut, Mann. Das war dann wohl meine Schuld. Besser am Fliegen. Die strampeln da langsam hin, ey. Scarecrow wird dich fertig machen, Batman. Ernsthaft? Warum gibst du dich überhaupt mit diesen Idioten ab? Ziviler Ungehorsam? Da draußen tobt ein Krieg und wir haben weder die Männer noch die Ausrüstung. Seht mal, wer da ist. Ivy, das wäre eine Sorge weniger. Ist die Isolationszelle bereit? Natürlich. Oh toll, noch eine Zelle. Fühlst du dich jetzt sicherer, weil ich eingesperrt bin? Die sieht folgendermaßen aus. Wir haben die Stadt nicht mehr unter Kontrolle. Ja, das merkt ihr sehr früh, Leute. Die sieht, ja, sehr massiv aus, aber ob die sicher ist? Lass mal mit ihr quatschen hier. Diese Mauern halten mich nicht lange fest. Aber wenn es dich glücklich macht, lasse ich dich in dem Glauben. Vorerst. Okay. Oberste Priorität. Wir sind hier, um Leben zu retten. Und das beginnt bei den Leben eurer Kollegen in diesem Revier. Ich will mindestens 4 Leute ständig auf dem Dach haben und ein 6er-Trupp soll die Umgebung patrouillieren. Okay, lassen mich da nicht rein, die Vögel. Die einzigen, die rein oder rausgehen, seit wo ist ein Commissioner Gordon? Ich glaube, mit dem muss ich bestimmt quatschen hier. Versucht nicht, euch den Aufständischen zu nähern, verstanden? Die bringen euch um. Ich kann mich jetzt hier frei bewegen. Kniften kann ich nicht mitnehmen. Anrufbeantworter kann ich auch nicht abhören. Mann, so eine Scheiße. Vielleicht hat Wichtiges angerufen. Pinguin oder so. Meine Männer sind gerade auf der da ist er doch. Sieh mich auch. Scheiß Bürokraten. Wir sind jetzt allein. Wir schaffen das, Jim. Was gibt's Neues? Es gibt Vorfälle. Was ist mit der Kamera los? Überall in der Stadt. Cash. Eine Zusammenfassung. Alter. Na schön, sehen wir mal. Ich bin das nicht, der mit so der Maus so rumwackelt, Leute. Zuallererst... Wir haben den Kontakt mit den Feuerwehrleuten der 17. Wache verloren. Wir haben ihre letzte bekannte Position, aber allein überleben sie da draußen nicht lange. Dann ist da etwas Merkwürdiges. Leichen sind aufgetaucht. Und wir konnten uns vor der Evakuierung nicht darum kümmern, aber die Forensiker sind fast durchgedreht. Üble Sache. Dann haben wir den Riddler mehrmals beim Bahngelände rumschleichen sehen. Wie wir den Kerl kennen, führt er etwas im Schilde. Ich weiß, du bist beschäftigt. Aber wenn du uns hilfst, wird das Leben retten.
Keine Sorge, Jim. Ich habe jemanden auf Scarecrow angesetzt. Mal sehen, was ich tun kann. Sehr schön. Ein paar Leute durchkämmen gerade den Süden und Westen von Gotham. Mhm. Ich stoße zu ihnen, wenn ich hier fertig bin. Wir finden diesen Mistkerl. Fernandes, hier Gordon, wie ist der Status? Okay. Drücken wir mal vor. Missionsauswahl. Nutze die Missionsauswahl, um dein nächstes Ziel in Gotham City zu wählen. Wenn du einen neuen Superschurken oder eine Mission geordnet hast, werden sie automatisch zur Auswahl auf diesem Bildschirm hinzugefügt. Wähle dieses Symbol, wenn du zur Jagd nach Scarecrow zurückkehren möchtest. Okay, das sind jetzt kleine Nebenziele, die ich hier wohl mit erledigen kann. Das sollte auch gar kein Problem sein. Was nehmen wir denn? Das perfekte Verbrechen? Ziehen wir uns mal das ran. Das hat sich ganz interessant gehört. Ich werde den Tatort untersuchen. Wenn es einen Serienmörder gibt, werde ich ihn finden. Viel Glück da draußen, Batman. Schauen wir uns das doch mal an. Wayne Tech, Verbesserungspunkte. Ach, das wieder. Mhm. Kennt ihr vielleicht noch aus dem letzten? Falls nicht. Wayne Tech, Verbesserungspunkte sind im Endeffekt für meine ganzen Bat-Spielereien. Also für die Batwings und den Greifhaken und so weiter. Da kann ich im Endeffekt Verbesserungen für machen, was ich das teilweise ich dann halt von oben jemanden direkt erledigen kann, indem ich mich runterhangel und ihn dann, Knockout verpasse aus hängendem Zustand. Ich muss jetzt erstmal mich hier irgendwie zurechtfinden, wo muss ich denn hier lang? Exit, da steht's oben dran. Hey Batman, schätze Scarecrow ist dir entwischt. Du hast wohl mein Handgelenk grundlos gebrochen. Er hat Pläne für dich, Batman. Dich und all deine Freunde. Heute ist die Nacht, in der wir die Fledermaus... Bla, bla, bla. Blabber weiter, irgendeine Scheiße. Batman, ich wollte nur sagen, es ist gut, dich an Bord zu haben. John, langsam atmen. Okay, Baby. Das klappt schon. Ich kann... Es ist vermutlich sicherer für dich als für uns alle hier unten, aber sei bitte vorsichtig. Ich kann mit jedem reden. Aber ihr seid Abschaum. Alle das miteinander. Ding wurde ganz schön aufgerüstet. Sie haben beobachtet, wie es sich in eine Art Panzer verwandelt hat. Schick. Geh nicht so nah ran. Er ist hier, aus dem Weg. Gut so, Mädels. So, dann wollen wir mal wieder. Guten Abend, Mr. Wayne. Ich hoffe, der Wagen entspricht Ihren hohen Erwartungen. Genau genommen, Lucius, ist er ein wenig trägt. Ich dachte mir, dass Sie so etwas sagen sollen. Gebt mir einen Moment. Ich bringe den Nachbrenner online. Danke, Lucius. Es ist gut, dass Sie hier geblieben sind. Sie wollen mir danken, Mr. Wayne. Versuchen Sie einfach auf der Straße zu bleiben. Ich habe bald weitere Upgrades für Sie. Bald weitere Upgrades? Ich habe auf jeden Fall einen Nachbrenner. Das ist ja schon mal geil. Ich habe einen Nachbrenner. An die Vandalen, die geblieben sind, um das noch warme Fleisch von Gott und noch nageln. An die Feiglinge, die hinter den Mauern der Polizeiwache zittern. Wir werden schon. Und an Batman. Ich habe eins gewonnen. Ich habe deine Stadt mit einer Fiole Toxin und ein paar Drohnen. Alfred, ich habe die verstümmelte Leiche gefunden, die Cash erwähnt hat. Ich werde versuchen, die Todesursache zu ermitteln. Oh yeah, wir spielen wieder CSI. Meinen Blick dem Rest der Welt zuwende, wird die Legende von Batman rein gar nichts bedeuten. Der Typ quatscht immer noch im Hintergrund. Ist nicht wahr, ey. Ein Bluttest ergab als Todesursache Herzstillstand durch eine Überdosis Schmerzmittel. Außerdem wurden die Fingerabdrücke mit Säure weggeätzt. Ein eher unschönes Ableben. Das ist nicht alles. Sieht aus, als wäre die DNS des Opfers irgendwie beschädigt worden. Es gibt nicht genügend Informationen, um sie mit der Datenbank abzugleichen. Mit dem Gewebescanner kann ich die Leiche auf besondere Merkmale untersuchen und die Identität des Opfers ermitteln. Sehr wohl, Sir. Jawohl, der Gewebescanner. Was sollte ich jetzt machen? Ich habe nicht zugehört. Ich habe mich so auf die Kameraführung konzentriert. Keine Beweise. Na, hier scheint Deformierung am linken Ohr. Sieht nach einer leichten Agenesie aus. Ein Geburtsfehler.
wahrscheinlich zu sein. Das sind so eine Riffel. Hat auch nichts. Da fixiert er. Achso, das wird hell hervorgehoben. Okay, bei den Füßen war nichts. Okay, hier scheint nichts mehr zu sein. Oh, jetzt kann ich die Knochen. Ne, die Muskeln bin ich jetzt. Ach was. Schau an. Ist hier. Er findet da auch bloß wieder nichts. War hier irgendwas? Da. Gucke. Ein Ring. Im Darm befindet sich ein Ehering. Die Inschrift lautet Ophelia. Okay, haben wir noch irgendwas? Irgendwas, was hier nicht reingehört in diesen Körper? Nein, wir wechseln mal die Ebene. Knochen. Okay, nicht so schnell, nicht so schnell. Da, was ist das? Prothese. Das Opfer hatte eine künstliche Hüfte. Das Gewebe war noch nicht ganz verheilt. Das hier muss also neu sein. Aha. Alfred, der Name des Opfers lautet Anthony Lund. Laut der Patientendaten des Krankenhauses war er alkoholkrank. Wahrscheinlich ging das mit dem Scheitern seiner Ehe einher. Der Name auf dem Ring, Ophelia, ist der seiner Ex-Frau. Er wurde zuletzt in Albuquerque in New Mexico gesehen. Seltsam. Diese Personen sind nicht in Gotham verschwunden. Sie wurden hierher gebracht und getötet. Aber warum? Wir müssen den Täter aufspüren. Dürfte ich vorschlagen, auf diese grausige Opernmusik zu achten? Sie scheint seine Signatur zu sein. Mhm. Verbesserungspunkte halten. Nächste Mission, das will ich alles nicht, das will ich auch nicht. Wayne-Tech-Verbesserung verleihen. Die folgende Wayne-Tech-Verbesserungen wurden ausgerüstet. Explosivgel, sofortig. Achso, das kann ich jetzt nicht mehr auswählen. Das passt. Ach, hier kann ich jetzt noch was machen. Hier kann ich Kampf verbessern. Ausrüstungstechnologie. Batmobil. Ach, gucke an. Okay, da ich ja mehr der Typ eigentlich bin. Bewegungsliste. Ach so, jetzt kann ich im Endeffekt Fortbewegung. Eieiei. Och, gibt's hier viel, da blicke gar nicht durch. Linke Steuerung, rutschen während des Rennens. Gleite mit Hilfe. Ah ja, okay. Das habe ich ja schon. Während des Gleites versteift sich der Umhang, sodass der Steigungswinkel und Kurs festgelegt werden kann. Gleite. Das habe ich alles doch schon. Jetzt kann ich mir angucken, was ich schon habe. Das ist natürlich jetzt wieder Kampf. Gibt es denn da irgendwann nochmal Sachen freizuschalten? Ja, eine. Okay. Wir machen mal... Was wollen wir? Ausrüstung? Wir machen Ausrüstung. Schlägt dem Explosivgel bei der Sprengung am nächsten stehenden Gegner bewusstlos. Das ist Quatsch. Erhöht die Reichweite der Sprengung an Gegnern, erhöht die Betäubungsdauer, der Rauch hält länger. Was haben wir hier? Erhöht die Größe der Rauchwolke durch die bessere Deckung. Oh Leute, das soll interessieren. Ich mach Kampf jetzt. Reicht alles hier. Was haben wir? Erhöht die Zeitspanne, bevor eine von dir ergriffene Nahkampfwaffe des Gegners zerbricht, wodurch du mehr Schaden verursachen und länger die Verteidigung der Gegner durchbrechen kannst. Passe deinen nächsten Schlag genau ab, um seine Schadenskraft zu verdoppeln. Um diese Technik anzuwenden, muss der zweite Schlag in genau dem Moment ausgeführt werden, in dem der erste gelandet wird. Tja, meine Freunde. Das hat sich gut angehört. Das nehme ich doch direkt mal. Das kann ich gar nicht auswählen. Ich habe immer noch Wayne-Tech-Verbesserungspunkte. Ich... Ich komme nicht so ganz klar, wie ich das jetzt hier verbessern soll. Ach, jetzt kann ich hier was auswählen. Erhöht den Widerstand des Batsuits gegen Nahkampfangriffe. Erhöht den Widerstand... Schusswaffen.
Ja, Nahkampf kriege ich eigentlich nicht so auf die Mütze. Ausgewählt. Und jetzt sind wir auch so weit, dass wir weitermachen können. Jetzt können wir das immer weitermachen hier. Jemand hat an der Merchant Bridge eine verstümmelte Leiche zur Schau gestellt. Wenn ich ihn aufhalten will, muss ich den Tatort nach Hinweisen absuchen. Tun wir das doch. Geht aber nicht. Den Tatort nach Hinweisen. Der meint jetzt nicht ernsthaft, dass ich hier weitersuchen soll, oder? Ich steig nochmal aus. Nee, ich glaube, das ist hier. Hier war nicht durch. Ich muss jetzt mal kurz auf die Karte gucken. Wo ist die Karte? Da. Die ist auch ein bisschen anders aufgebaut jetzt. Okay, da ich das jetzt nicht angezeigt kriege, wechsle ich mal zur nächsten Nebenmission. Das mache ich natürlich mit V. Und nicht mit Tab. Keine Wegmarke setzen. So. Riddlers Rache. Fallzusammenfassung. Untersuche Riddlers letzte bekannte Position. Ich begebe mich zum Bahngelände. Nigma plant etwas. Wie immer. Ja. Und weiter geht's. Das Ding hat ganz schön Saft, aber geht zu schnell aus. So, komm mal her, mein Freund. Warum rennt denn der nicht? Ach, auf Leertaste? Ich werde Batman finden. Ihn aus seinem Panzer oder was auch immer das. So. Riddler, sag mir, was du weißt. Schon gut, ich rede. Tu mir nur nicht weh. Gut. Wie er ihn immer nur eine verpasst. Das habe ich bei Origins schon gemacht. So, dann rennen wir mal wieder zurück. Two-Face will Vergeltung für das Gerichtsgebäude. Er wird's Batman zeigen. Wir müssen hier runter. Wie scheint. Soll nicht das Problem sein. Aber auch eigenartig, dass er über Leertaste rennen muss, ne? Ich hatte schon mal das Vergnügen, Scarecrows Angstgas abzukriegen. Das muss ich echt nicht nochmal haben. Okay, da rein komme ich wahrscheinlich nur, wenn ich durchfahre. Ich wusste es doch. Und nu? Ach was! Ach, hallöchen, Detektiv! Ja, ich bin es, dein gefürchteter Erzfeind, der Riddler. Glückwünsche sind angebracht. Du bist nämlich sehr zeitig angekommen zur nächsten Generation meiner Rätsel. Ich fürchte, die genauen Details meines Plans müssen für den Moment im Dunkeln bleiben. Ich sehe aber kein Problem, deinen unbedeutenden Schimmer von Initiative mit einer winzigen Vorschau zu belohnen. Einem Vorgeschmack auf das Kommende, wenn du so willst. Wenn du so willst. Wenn du so willst. Okay, das sind jetzt anscheinend alles Nebenmissionen. Also die jetzt wahrscheinlich kommen. Ich wollte mich bloß mal eben davon überzeugen. Ich werde natürlich hauptsächlich erstmal den Story-Mode zocken. Den wollt ihr ja dann wahrscheinlich auch sehen.
Ansonsten lasst mir einfach in den Kommentaren, ob ich diese Nebenmission gesondert machen soll oder einfach mit einbringen soll. Dann werde ich das natürlich berücksichtigen. Na dann, Detektiv, es geht los. Du starrst mit entsetztem Unverständnis auf einen von mir eingestellten Mechanismus, der auf einen extrem präzisen Radarimpuls reagiert. Gleich gebe ich dir den Entschlüsselungscode, dunkler Ritter. Aber vorher müssen wir die Grundregeln für die heutigen Festivitäten durchgehen. Erste Regel. Du darfst mich nur ansprechen mit Riddler, der Riddler oder Mr. Enigma Sir. Ansonsten, Detektiv, erwarte ich dein patentiertes, mürrisches Schweigen. Zweite Regel. Alle Panzerhandschuhe, in der Maske integrierte Mikrofone und andere Kommunikationsgeräte, aus deiner Mache oder nicht, müssen vor Beginn der Prüfung deaktiviert werden. Wirst du dabei erwischt, wie du sie benutzt, wirst du von der Strecke ausgeschlossen. Dritte Regel. Der Einsatz von zweckmäßig erbauter, rätsellösender Ausrüstung ist streng verboten. Mit dem Inhalt deines Gürtels bin ich mehr als vertraut, Detektiv. Und ich werde jede plötzlich auftretende Änderung im Laufe des Abends misstrauisch verfolgen. Vierte Regel. Im Falle eines Feuers oder einer Überflutung werde ich dich zum nächsten Notausgang führen. Vorausgesetzt, du bist nicht zu stolz, meinem Rat zu folgen. Falls doch, so wird ein stolzsturer Selbstmord als Eingeständnis einer Niederlage gewertet. Fünfte Regel. Frage nicht nach Tipps. Sechste Regel. Sollte ich dir in meiner Verzweiflung doch einen Tipp, Hinweis, eine bedeutungsvolle Beleidigung oder eine andere Form von Hilfe zukommen lassen, wirst du nicht nach weiteren Erklärungen fragen, sondern mir für meine Großzügigkeit danken. Unter Beachtung der Anredeformen. Alter, wie lange willst denn du noch quatschen, Typ? Siebte Regel. Winkelpausen werden bei Bedarf selbstverständlich gewährt. Sollten wir uns in einem Schlüsselmoment erinnern? Ja, pass auf, du Typ, Alter. So. Was? Du hast das erste Rätsel des Abends gelöst? Gut gemacht. Gut gemacht. Willkommen auf meiner Rennstrecke, Detektiv. Du musst drei Kurse dieser Herausforderung beenden. Und jeder einzelne hat ein Zeitlimit. Ja, nu? Na los, Detektiv. Testen wir doch mal dieses groteske Ego-Mobil. Mach dich bereit, Detektiv. Dieser Test verlangt mehr als bloß schnell zu machen. Ich versteh's nicht. Ach, ich muss die Taste immer wieder drücken, glaub es nicht, ey. Sau ich doch wieder hier. Weiß ich, wo ich lang soll, du Spinner? Toll. Ach Gottchen. Ob der klapprige Motor das wohl hinkriegt? Alter. Die Steuerung ist nicht ganz so einfach, wie man sich das vorstellt. Danke. Beeilung, Detektiv. Du hast marginal bessere Chancen auf Erfolg, wenn du einfach mal anfängst. Fuck! Grandios versagt. Nicht schnell genug, Detektiv. Ach, da muss ich. Idiot könnte das mit genügend Zeit. Ja, Alter, die Klappe, Mann. Jetzt, ich muss andauernd die linke Steuerungstaste drücken. Ja, ich mach's einfach nochmal, ne? Noch ein Versuch? Ja, laber mich nicht voll. Halt einfach deinen Sabbeltyp, ey. So, diesmal schaffe ich aber den Kram hier. Ja, ja, schneller, schneller. Jo, alles klar. Das kriegen wir aber alles hin. Du musst schnell sein wie die elektrischen Signale in meinem Superhirn. Kriegen wir alles hin.
Ich bin nämlich gleich da. Vorsicht, dunkler Ritter. Das Auto ist was wert. Auch du nicht ist. Alter Schwede, das ist ja... Ich drücke immer die falsche Taste. Deaktiviere die Schutzsperre des Nachbrenners. Ich brauche mehr Tempo. Lass dich nicht verwirren. Rechts. Schockieren, dunkler Ritter. Hey, hey. Hau mich doch mal nicht zu, das ist nicht so einfach hier. Alter Schwede, und jetzt? Hui. Hui. Bringen wir dein unterentwickeltes Hirn auf. Kriege ich gleich bitte noch ein bisschen Zeit? Bitte? Komm schon, Detektiv. Die Zeit wartet auf niemanden. Und ich warte nicht auf Batman. Ich hab noch mal Zeit gehabt. Hui. Und weiter geht's. Oh, ich kann. So, jetzt. Meine Fresse, Leute. Das ist... nicht so einfach, wie es aussieht. Ich fahre doch richtig. Oh. Mach ich nicht. Hui. Als ob ich es gewusst hätte, was hier passiert, ne? Leute, das war so scheiße knapp, oder? Ich meine jetzt mal ehrlich. Die Steuerung von diesem scheiß Fahrzeug ist einfach nicht zu fassen. Dieses Kackding will mich hier nicht durchlassen. Jetzt aber. Es ist nicht der Ernst. Meine Fresse, ey. Ja, ich bin schon... Kriegen wir alles hin. Ah, läuft doch schon besser. Falls du den intellektuellen Wert des Abschlusses dieser Herausforderung nicht verstehst, Batman, werde ich ihn dir bestimmt nicht erklären. Laber nicht so viel, ich bin nämlich gleich da. Mach lieber schon mal den Kuchen fertig. Whip. Whip. Oh. Ja, das war mit Absicht. Leck mich am Arsch. Es ist schon wieder passiert. Es ist fucking nochmal schon wieder passiert. Ist das letzte Mal, Leute. Wirklich. Ich brauche immer bloß 15 Anläufe, dann kriege ich das immer locker hin. Dann kriege ich das wirklich, wirklich. Ich meine, so einfach. Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei Need for Speed fahre ich definitiv besser als hier. Das Batmobil hat auch gefühlt eine Steuerung wie so ein LKW. So, was muss ich jetzt hier nochmal beachten? Aufmachen. Aufmachen. Bam. Yeah, geschafft! Herzlichen Glückwunsch, Detektiv. Du hast mich besiegt. Ernsthaft, dunkler Ritter? Ich bin schockiert, gedemütigt, völlig geschlagen. Zeit aufzugeben, denke ich. Wie wär's, wenn du jetzt gehst? Ich hau jetzt ab, du Sack. Alter, Leute. Dachtest du wirklich, dass eine Herausforderung von mir, dem Riddler, wirklich so einfach wäre? Oh, dunkler Ritter.
goldiger, naiver Hüter. Natürlich nicht. Dennoch danke für dein unermüdliches Geltungsbedürfnis. Ich konnte dadurch Arbeit an Leistungsdaten über deinen neuen Raketenleichenwagen sammeln, den du fährst. Selbstverständlich nutze ich die Daten, um zukünftige Tests anspruchsvoller zu gestalten. Wir sehen uns bald, Detektiv. Das ist noch nicht vorbei. Er hört auf zu quatschen. Das ist doch mal schön. So, liebe Leute, nach dieser peinlichen Eskapade gerade, die ich mir gerade geleistet habe, würde ich sagen, gönne ich mir kurz eine Pause und sage euch, dass es im nächsten Let's Play weitergeht, dann mit der Hauptstory natürlich. Wie gesagt, lasst mir in den Kommentaren, ob ich diese Zwischendinger mit einbauen soll oder eher Hauptstory durch. Und dann im Nachhinein vielleicht dann die ganzen Nebenstories mitmachen soll. Lasst es mich auf jeden Fall wissen. Schreibt es in die Kommis. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall was. Euer Gunshot.